Impostor. Haben sie das gefixt, dass man mehr durchgucken kann? Sieht aus, ne? Okay, danke, Dhalu, gerade, dass du schnell reagiert hast. Danke, Dhalu, gerade, dass du schnell reagiert hast, Alter. Oh, oh. Ich hoffe halt immer auf den, Gegenpart. Okay. Uff. Bruder muss groß. Hui! Leck mich am Arsch. Geil, dann geht Alter, drei Leute schon. Nee. Also, Mike und Kalle legen beide unten im Admin rein. Wer ist Specimen gewesen? Das sagt jetzt natürlich keiner. Das ist richtig. Gut. Hallo, wo bist du am Anfang hingegangen? Bist du Specimen gegangen? Nee, ich bin nicht Specimen gegangen. Ich habe oben Rakete und Knopf gedrückt. Bin dann nach unten links O2 gegangen, Wasserflasche auffüllen. Jetzt würde ich zum Admin-Table gehen und als am Ende Runde Licht ausging, stand ich da, dann kam Ray mir entgegen und bin ich erstmal direkt zur Seite gehüpft. Dhalu? Yeah. Ich habe eine wichtige Frage noch, weil ich die Sachen gefunden habe. Was? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja. An der Leitstür. Kann jemand Dizzy irgendwie bestätigen? Okay. Ja. Mit an Lights. Ja, ich war mit Ray, Dizzy und kamen aber gerade aus dem Lab raus. Dadosch, genau. Okay, das weiß ich nicht. Was war ich? Wann denn bei jetzt am Ende Lights? Also jetzt Lights, nicht die oder? Lights, sondern nein, vorher. Gab es schon mal vorher. Also der Kill von das war Stabilizer davor. Das war Stabilisierer, genau. Sven und Kalle ist schon bestimmt eine Minute her. Ich bin über die Leichen drüber gelaufen, weil gerade da im Specimen einer war. Ich bin dem straight hinterhergelaufen, war nicht schnell genug, aber Dizzy ist der Erste, den ich gesehen habe halt in den Labs. Deswegen die Frage, wo war Dizzy vorher die ganze Zeit? Kann irgendwer ihn bestätigen? Irgendwer. Ich war am Anfang der Runde ziemlich lange in Labs und da war niemand. Na, Dhalu, du warst doch Labs, ne? Und hast gesagt, du warst da Rakete und dann noch ein Knopf ja, oder dann, so, ne? Das ist aber zum Anfang der Runde, also ungefähr ja, aber 15 Sekunden. Warum standst du denn dann Medic? Medic? Medbay, das Scan-Ding. Ja, ich stand nicht drauf. Ich habe nur geguckt, dass Kalle hatte das gemacht. Ich habe nur geguckt. Ich stand ja nicht drauf, du bist ja dazugekommen. Ich habe ihn noch bei seinen Tasks beobachtet. Also ich halte Maxi und Sepp für relativ safe. Also der Grund ist, weil ich in den Camps war. Ey, ich war oben. Okay. Ja, du warst oben. Ich sag, ich war oben in Met und habe meine Sachen da gemacht, bin runtergelaufen, rübergelaufen und war jetzt am Ende im Electrical. Okay, ich glaube, Dhalu und Dizzy könnten Probleme machen. Glaube ich auch. Dabei müssten mich die meisten Leute gesehen haben. Am Ende ja. Wir müssen halt sehr, sehr schnell jetzt killen. Verdacht verhärtet sich. Das ist echt ungünstig. Da war meine Möglichkeit. Fuck. Shit. Dizzy. Warum? Er liegt in Decontamination und ist halt toter Maxi drin gewesen. Der ist gerade noch vor mir da reingegangen. Ray. Und die untere oder obere? Obere. Ray, please. Ich bin gerade aus dem Besten hochgekommen und stand an der Tür. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Ich bin hochgelaufen durch Admin. Er war vorher mit mir im Admin. Ich bin hochgelaufen. Also wirklich, Jay, I'm sorry, aber okay, ich war definitiv Ray ist runtergekommen. Was ich? Warum ich? Da muss ja Ray, wo ist denn Ray dann hergekommen? Ray? Ist Ray dir entgegengekommen? Hey, ich bin doch gar nicht im Deko. Ich bin bei O2 gewesen ziemlich lang. Da war ich aber wie kann denn dann Ray dich schützen, Dizzy? Du warst ja gerade da an der Tür. Ich hab doch Ray gar nicht gesagt. Ich hab Jay gesagt. Ich hab auch Ray verstanden. Aber Dizzy stand mit mir am, also ich stand am Admin-Table und Dizzy ist an mir vorbei ins Basement gelaufen. Kann das irgendwer bestätigen? Nee. Du weißt, dass ich Admin war. Weil du an dem Lavabecken standest. Ja, wo ist denn aber Ray jetzt? Ich hab Dizzy nirgendwo gesehen. Ich war jetzt gerade noch Lights mit Sepp. Ray, okay. Warum hast denn du die Lights nicht angemacht? Moment, die einen kann nicht immer die sein. Also dann müsste... Okay, Dizzy, wer ist dir entgegengekommen? Weil der Killer müsste dir entgegengekommen sein. Bei mir ist keiner entgegengekommen. Also, wer ist der Killer? Jay, ich stand an der Tür, an dieser Kontaminierungstür. Genau. Auf der anderen Seite habe ich irgendwen gesehen. Genau. Aber mir ist keiner entgegengekommen. Dizzy und Dhalu decken sich die ganze Zeit. Nein, in dem Fall ist es safe, Dadosch, weil Jay mich hat an dem Lavabecken gesehen. Du hast mich gesehen. Und ja, das mag sein, aber du deckst doch gerade Dizzy einfach. Ich habe Dizzy doch schon in der ersten Runde an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, er muss safe. Du musst es wahrscheinlich safe reporten, weil Dizzy von unten kam. Nein, warum hast du das nicht angemacht? Du musst es safe reporten. Weil wenn wir beide machen, dann machen die Gefahr da. Danke. Ganz kurz, wenn wir es beide machen, dann ist die Gefahr da, dass wir uns gegenseitig die Falle ausmachen. Deswegen lass jemand den anderen machen. Das könnte eine super krasse J-Runde sein als Imposter. Könnte. Aber dann so eine Scheiße, das war wirklich so. Ich war's nicht, war so unangenehm. Oh, so unangenehm. Oh, fuck, ey. Ich war das nicht mal, scheiße. Ich wurde voll reingebaitet. Oh. Was eine Kacke, ey. Oh. Dhalu hat gerade Dadosch vor meinen Augen gekillt. Hui. Ja, also Dadosch ist es nicht. Wie soll ich denn vor deinen Augen? Ich bin gerade in den Labs reingelaufen, weil ich dich gesehen habe. Ich stehe oben links am Seismic. Nee. Und es steht 1 von 2 oben an den Händen. Warte mal, du stehst oben links am Seismic, Dhalu. Das ist komisch. Hochgepokert. Aber warte mal, Ray, wo stehst denn du? Oben links am Seismic. Ey, Dhalu, ich stehe neben dir, Ray, oben links am Seismic. Aber Dhalu habt ihr auch gesehen, ne? Lustigerweise stand ich wirklich oben links am Seismic und bin dann erst rüber gewendet. Also ich war der Erste da war keiner. Okay. Also die Leiche ist noch gefallen. Und ich hab dich noch gesehen, wie das Dhalu weggelaufen ist. Doch, dankeschön. Jay ermittelt hier eiskalt, ey. Jay, ja, nur weil Dizzy dir reingelaufen ist, leider. Dhalu, ich habe eine Frage. Ja, was denn? Wolltest du am Anfang einfach nur mein Vertrauen haben, um mich dann irgendwann... Ja, ich wollte die Runde mit dir spielen. Ich wusste ich wollte eine komplette Kalle-Runde haben, wo geil, du mir das perfekt funktioniert. Und du hast mich nur getötet, weil Nils ja, okay, genau, safe. Ich wollte dich nicht killen an der Stelle, aber Nils hat einen gekillt. Ja, okay, nice. Stark, Jay! Sehr gut, Jay. Ich war's ja, nicht mal, Jay. Also das war halt auch Pech einfach. Wer ist denn, also Dizzy ist dann über Specimen hochgegangen. Ja, ich war's nicht mal. Wo war denn Dhalu? Ja, ich bin von Admin hochgewendet, als Licht aus war, wollte einen in eurer Gruppe killen und wieder runterwenden. Und dann sehe ich, wie Nils halt hochkommt. Ich habe noch einmal gewackelt, dass er nicht hochgehen soll. Ich wusste es nicht. Ich war mir so sicher, weil ich einfach nichts gemacht habe. Und ich habe halt wirklich nichts gemacht. Also das, was wir gemacht haben, war wirklich... Also ich stand mit Nils am Admin-Tisch, ich bin in den Vent rein, hochgegangen, eingekillt, wieder runter. Ich wäre halt safe tot gewesen, wenn mir einer in Specimen entgegengekommen wäre. Ich bin halt über zwei Leichen gelaufen und habe einfach drauf geschissen zu reporten. Also ich habe dich an der Tür gesehen, dass du... Ich dachte, oh, da reportet einer nicht. Und ich wollte so lange mit dir wegrennen, dass mein Killcoder wieder runter war. Das war jetzt übrigens oh. Ach so, lol, ging trotzdem durch. Okay, ne, Moment. Specimen, was genau? Jay. Come on, Jay. Come on, Jay, do it. Do it, baby, do it. Oh, okay. Jay holt sich jetzt bestimmt das Vertrauen, oder? Alarm. Oh, Ray und Sven. Ach man, Leute, der arme Sven. Sven liegt vor Lifelines und die Tür war auch zu. Ich verdächtige für diese Runde an den Kill an Ray Dalukart. Der Grund ist, weil ich Reaktor ausgemacht habe. Ich bin dann links einmal kurz reingegangen in Elektrik da quasi. Bin dann wieder raus. Ray kam entgegen und der Einzige, der in der Nähe war, von mir gesehen. Von wo habe ich niemanden gesehen? Weil ich habe dich ja auch gesehen. Richtung Security-Raum quasi, in diese Richtung. Und der Einzige, der halt noch da stand, war Dhalu und er ist nach oben links. Und das heißt, der Kill ist nur ein paar Sekunden alt, wenn du ihn gerade erst gesehen hast? Ja. Ich stand ja am Maze. Ja, also der muss passiert sein, nachdem ich an dir vorbeigelaufen bin. Ach scheiße, ich bin nur nicht in den Kameraraum gelaufen. Ach man, das wär vielleicht nicht schlecht gewesen. Also ich bin gerade in den Camps und ich habe gesehen, wie Dadosch in den Raum reingeht und dann die Leiche findet. Und er hat ihn nicht getötet. Ich bin gerade vor 5 Sekunden in die Camps gegangen und habe ich gesehen, dass Dadosch in den Raum reingekommen ist. Okay. Die liegt ja auch vor Lifeline, oder? Aber von wo bist du an die Camps gekommen? Wie an die Camps? Ja, von welchem Weg? Achso, ich bin vom rechten Dings, also wo diese Säulen, wo du die Hand drauf machen musst, bin ich dann direkt rüber. Was? Also ich stand da drunter und habe refueled. Die Leiche, Ray ist ja auch tot diese Runde und er muss tot sein irgendwo links. Also bei dir Richtung Security. Ich war nie links, Ja, aber du bist an der Camp! Hä? Ja, aber da bin ich doch straight up hin. Ja, die ist nicht ja links. Ja, aber Dadosch, du bist... Also du hast ja da oben links ausgemacht den Stabilizer, ne? Dass ich eine Leiche gesehen habe. Ja genau, und dann bist du mir entgegengekommen mit Ray, aber wo wurde denn Kalle? Er muss ja von rechts direkt dann rübergegangen sein. Ja, das hat er gesagt anscheinend, aber I don't know, ich bin super verwirrt gerade. Hä, was ist das Problem? Ich habe übrigens dann auf der linken Seite wirklich niemanden gesehen, auch weder Kalle noch Ray. Also ich war alleine auf der linken Seite. Jay ermittelt diese Runde nicht. Ich war nur ins Camp. Dizzy und ich waren knutschen im Specimen. Ja, das stimmt, wir haben ein bisschen gefummelt. Die beiden Imposter, hä? Habt ihr ein bisschen Angst oder was? Hey, Dadosch, wir haben sich selbst gewotet. Oh. Kommt Jay jetzt die ganze Zeit mit, oder was? Ich hab mein eigenes Alibi. Jay ist mein Alibi. Oh! Alarm! Können wir mal aufhören hier? Ey, wer hat mein Alibi getötet? Ey, Mike, du Schwein. Du brauchst gar nicht anfangen zu argumentieren. Du stehst direkt neben mir. Jay hat mir den Arsch gedeckt. Und du Lümmel tötest ihn. Mike kann's nicht sein. Mike war mit mir Labs vorhin den Anfang. Mike war die ganze Zeit oben bei mir. Ja, lass mal kurz reden über den Kill jetzt. Ja, genau. Ich habe jetzt reported. Ich bin am zweiten Maze gewesen, hat Kalle mich beobachtet. Dann ging Licht aus, ich habe mich am supergeilen Stein versteckt, den großen. Kalle ist an mir vorbeigedüst. Ich dachte, ich gehe nochmal zurück und am Lavasee liegt eine Leiche. Ich habe sie aber erst relativ spät reportet, weil ich halt eigentlich zu Lifelines wollte. Dizzy, warum verdächtigst du mich? Weil du direkt neben in meinem Lichtkegel standst. Du der Einzige bist, den ich gesehen habe. Okay, ja. Also ich bin gerade auch rausgelaufen aus Office und wollte auch reporten, Dhalu war schneller. Das heißt, Dhalu, du und ich stehen da. Sepp und Maxi, wo seid ihr? Und Kalle. Nein, Kalle nicht. Kalle ist hochgekommen. Wenn er nicht zurückgekommen ist, Kalle ist hochgekommen. Er da nicht stehen. Wir standen ja relativ lange bei Lifeline, dann bin ich zum Lava-Ding, habe Temperatur gemacht, dann wollte ich jetzt zum Licht gehen. Ja. Ich bin am Maze vor Lights gerade. Ich bin dann zu Lights gegangen. Also es muss jetzt jemand gewotet werden, weil sonst gibt es einen Double Kill. Also korrekt. Und ich konnte nicht instant reporten. Mike, konntest du, als du aus der Tür rauskam, schon den Button drücken? Oder ja, musstest du noch einen Schritt nach rechts gehen? Habe ich aber nicht, weil ich noch in der Karte drin war. Also habe ich eine Sekunde oder zwei. Ja, dann liegt das Ding direkt am Lavabecken. Genau, also bei mir. Direkt da, wo Kalle Lava gemacht hat. Weil beim Rausgehen habe ich auch gesehen, dass Kalle Lava gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass Dizzy seinen Kollegen töten würde aus der Runde davor. Aber ich habe eher den Verdacht auf Dhalu. Ich glaube, du bist es, Dhalu. Ich würde ganz gekonnt Mike sagen. Wenn Dizzy Mike gesehen hat, würde ich Mike Dadosch aufnehmen, weil er ihn halt gesehen hat. Ja, aber Dadosch hasst mich immer und hat keine Ahnung von dem Spiel. Ja, Mike war doch am Anfang... Oh Leute, wieso votet ihr denn nicht auf Daluka, wenn Dadosch ihn sasst und ich jetzt auch? Wieso votet ihr dann mich? Wenn ihr beide sagt, ich war nicht da. Mehrheit. Ich musste mit der Mehrheit gehen. Oh oh. Oh nein, I'm dead. Es ist gleich vorbei und wir können kein Emergency-Meeting machen. Ich kotze, nein. Luca, du Schweinau ab. Du Schweinau ab, geh weg. Lass mich nichts anmachen und den Button drücken. Geh weg. Ah! Ich hab's gewusst, du Schwein, du! Alter, sorry, Dadosch, du blöde Sau! Warum bin ich da bitte, Leute? Ja, du warst halt schon durch und ich konnte halt nix. Also Dizzy hat sofort gegen mich geschossen. Ich konnte nix, das passt. Der hat dich halt gesehen. Ja, du warst der Einzige, den man sehen konnte. Aber Dhalu war ja auch da. Ich hab aber Mike eigentlich am Anfang immer noch das Alibi gegeben. Aber das hat mich keine Sau interessiert. Können, selbst, weil die ersten beiden Kills wurden von einer Person gemacht. Ja, das Problem ist... Ich glaube, in solchen Situationen ist das... du bei 50-50 eher raus? Nein, Maxi, Entschuldigung. Mike, das Ding ist... Wenn einer reinschreit, so nach 15 Sekunden, wir müssen jemanden voten und dann einfach Dhalu die Initiative ergreift, sagt, ja, wir gehen mit Mike, und ich glaube, irgendjemand hat es vorher auch noch gesagt, dann ist es halt so ein Mehrheitsding. Ich glaube, Sepp und ich haben einfach nur gevotet wegen der Mehrheit. So. Ja, aber ich habe Dhalu gerufen. Also vielleicht kann man es nicht durch, aber... Ja, aber dann war halt der andere lauter. Ich war mir nicht sicher genug für irgendwen... Und alle anderen haben dann schon gewotet gehabt und dann war die Runde davor, cool. Ne? Der Killer hat Kalle in den Camps stand. Hat Dadosch auch Dhalu gesasst. Hat er gesagt, ja, aber nur weil er gedacht hat, ich bin ich habe den Kill in den Camps ja nicht gesehen, sondern genau, es gab auch keinen Kill in den Camps. Ja, na, also das, ja das war super. Der Fakt ist ja, dass Dadosch Dhalu sasst, oder? Das ist ja also Sass war ja da. So, das war nicht. Aber nicht super eindeutig. Also ja, aber wenn ich dann Dhalu auch sasse, zweimal. Und dann selber fliege. Die Imposter-Runde von Dadosch und Jay habe ich auch gesagt, das ist Dadosch in der ersten Runde, da hat auch keiner Dadosch rausgevotet. Also wenn wir danach gehen, können wir ja alle in der ersten Runde irgendwen hassen und dann können wir das da auch. Ich habe auch noch eine Frage. Ist das irgendwie das Orange oder die Mütze? Ey, Sven, nein, du kannst doch nicht am Anfang nach Lifelines gehen. So. Ja, mein Ziel war, als erstes Jay zu töten. Dann dachte ich, guck am Abend-Table, wer wo ist, und dann steht Sven schon wieder da am Geiern an dem Automaten. Ja, ich wollte was gucken. Ja, ich wollte gucken, ob das zweimal funktioniert oder ob das eine Lack war. Nein, das ist eine, das funktioniert. Deswegen. Ja, okay. Da bist du hinten angekommen. Hätte ich ja nicht erwartet. Wir haben ja jetzt schon sehr viel Among Us Content geboten die letzten paar Wochen / Monate. Du hast wohl scheinbar noch nicht genug. Die Gruppe ist sehr, sehr schön. Also ich nehme auch immer noch super, super gerne mit der Gruppe auf. Auch wenn wir Among Us, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon sehr, sehr viel, was man mittlerweile von Among Us so aufnimmt und mitbekommen hat. Aber es ist in dieser Konstellation schon sehr, sehr geil. Das hat man diese Woche wahrscheinlich auch sehr gut mitbekommen. Denkt dran, wenn ihr Bock habt, Däumchen hoch, runter, wie auch immer, ist Feedback für uns, für mich. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch einen Kommentar schreiben. Schöne Grüße an eure Mutti oder Papi oder was auch immer ihr unten reinhämmern wollt. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis dann.